Haben an diesen Entwicklungen erheblichen Anteil genommen. Werden auch Sie Teil dieser weltumspannenden Gemeinschaft? Werden Sie Funkamateur oder Funkamateurin? Erleben auch Sie eines der spannendsten Hobbys überhaupt? Gespräche mit Astronauten, mit Forschern am Südpol, Funk über den Mond? Das alles ist tägliche Realität für uns Funkamateure. Kontaktieren Sie einen der bundesweit 1000 Ortsverbände des Deutschen Amateurradioclubs e.V. für mehr Informationen. Dann können auch Sie bald zu den Menschen gehören, die diese faszinierende Welt kennenlernen. Info unter darc@darc.de. Nochmal darc@darc.de. Wir sind auch in Facebook unter darc-ev zu finden. DX-Meldungen. Umfassend informiert bei Radio DARC. Liebe DXer und Funkamateure, nachfolgend wieder ein paar Hinweise auf aktuelle Aktivitäten von seltenen DX-Stationen. Da wäre zunächst eine Aktivität aus 3 Charlie 0 zu berichten. Das ist Annabon Island. Die rund 17 Quadratkilometer große Insel liegt im südlichen Atlantischen Ozean, rund 350 Kilometer vor der Küste des westafrikanischen Staates Gabun. Die rund 3400 Einwohner stammen überwiegend von Sklaven ab, die von Spaniern und Portugiesen auf die Insel gebracht worden waren. Das Team von 3 Charlie 0 Lima ist seit wenigen Tagen dort aktiv, nachdem sie am vergangenen Wochenende von Malabo aus schon zu hören waren.